Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Ist Klaus Pinkern als Mandant ein brutaler Schläger und eiskalter Dieb? Offensichtlich versucht sich hier jemand ganz gezielt in ein schlechtes Licht zu rücken. Ich habe auch schon eine Idee, wer dahinter stecken könnte. Ich werde alles tun, um die Unschuld ihres Sohnes zu beweisen. Das verspreche ich Ihnen. Seit dem plötzlichen Herztod ihres Mannes Kai vor 9 Monaten verbringt Bettina Zimmer mit ihrem 19-jährigen Sohn Florian jede freie Minute in der Berliner Schrebergartenkolonie Pusteblume. Hier hat sich der Verstorbene immer am wohlsten gefühlt, denn Gartenarbeit war für ihn das Größte. Seine Familie will sein Werk nun weiterführen, vor allem um den schrecklichen Schmerz irgendwie zu verarbeiten. Jetzt hoffe ich nur, dass die ganzen Pflanzen auch gut angehen. Wenn einer einen grünen Daumen hat, dann doch wohl du. Das hat auch Papa früher schon immer gesagt. Tja, Kai, der hatte irgendwie die besten Ideen für wann und wo ich es anpflanzen soll. Ohne Papa wäre der Garten hier nie so geworden, wie er ist. Ich vermisse ihn. Ich bräuchte ihn hier wirklich, um mir zu helfen. Ich vermisse Papa auch. Hallo, ihr zwei. Oh. Ach, guck mal da. Na, hallo. Hallo, Schatz. Hallo. Na, ihr? Bist du zum Unkrautjäten hier, oder? Nein, heute nicht. Wir möchten euch etwas verkünden. Wir, der Vorstand der Schrebergartenkolonie Pusteblume, kommen an offizieller Mission. Tada! Ach. Liebe Bettina, lieber Flo, der Vorstand hat auf seiner gestrigen Sitzung einstimmig beschlossen, dass ihr zwei dieses Jahr den ersten Preis für den schönsten Schrebergarten des Jahres in unserer Kolonie bekommt. Ah, oh, danke, danke. Ja. Das ist toll. Ich freue mich echt. Ah, oh, super. Dankeschön. Danke. Alles Gute. Das ist so klasse, Leute, wenn Kai das noch erleben durfte. Ich bin sicher, Kai schaut uns jetzt von oben zu und freut sich mit euch beiden. Das denke ich aber auch. Bestimmt. Ja. Und ihr zwei lasst jetzt mal alles stehen und liegen und hört mal auf. Und am Vereinsheim warten sie schon auf euch und die ersten Würstchen liegen auch schon auf dem Grill. Ich hol mal das Bier. Ich bin so froh, den Garten nach dem Tod meines Mannes behalten zu haben. Er erinnert mich halt auch an glückliche Stunden und die ganze Kolonie hier, sie haben mir in den letzten Monaten so beigestanden. Sie sind wie eine Art Familie geworden. Zusammen mit den anderen Kleingärtnern hat Bettina bis in die späten Abendstunden gefeiert. Als sie am nächsten Morgen von der Arbeit noch schnell neue Blumen einpflanzen will, wartet in der Kolonie eine böse Überraschung auf sie. Guten Morgen. Morgen. Morgen? Was ist denn hier passiert? Was ist denn los? Hier hat es heute früh einen Einbruch gegeben. Wie Einbruch? Hier ist überhaupt nichts zu holen. Na, soweit ich weiß, konnte der Täter Bargeld erbeuten und hat dann noch den Vereinsvorsitzenden niedergeschlagen auf der Flucht. Ach du lieber Gott. Und wie geht's Jürgen? Kann ich Ihnen gar nicht sagen. Der spricht gerade mit meinem Kollegen da drin. Darf ich rein? Darf ich rein zu ihm? Sie ist quasi der Schwiegervater von meinem Sohn. Ausnahmsweise, wenn Sie nichts anfassen, dürfen Sie kurz rein. Ja, sicher. Dankeschön. Ich habe nichts dabei gedacht, dass die Tür offen steht. Also bin ich rein. Dann habe ich auch schon von hinten eins über den Schädel bekommen. Danach war alles schwarz. Mensch, Jürgen, ich habe es gerade gehört. Wie geht's dir? Ja, der Kopf brummt ganz schön. Der Notarzt hat gesagt, dass ich auf jeden Fall zum Arzt soll. Vielleicht habe ich eine Gehirnerschütterung. Jürgen war bewusstlos, als ich ihn gefunden habe. Ich habe schon mit dem Schlimmsten gerechnet. Und sofort Notarzt und Polizei gerufen. Das ist furchtbar. Wer macht denn sowas? Haben Sie denn irgendjemand flüchten sehen aus dem Schrebergarten? Nee, leider nicht. Aber das kann eigentlich nur einer gewesen sein, der von den 1200 Euro gewusst hat, die wir nämlich gestern auf dem Frühlingsfest für Hatice und Orhan gesammelt haben, damit sie ihre abgebrannte Gartenlaube wieder aufbauen können. Aber Heiko, das würde doch bedeuten, dass das einer von uns war. Hallo, das glaube ich nie. Wir sind Freunde. Freundschaft am Arsch. Aber den werden wir noch kriegen. Also, wir haben hier vorhin unter einem Tisch dieses rote Basecap gefunden. Könnte möglicherweise vom Täter stammen. Hat das von Ihnen schon mal jemand gesehen? Ja, sicher, das ist Florians Cappy. Die trägt er doch immer. Ich glaube, ich spinne. Hat der Flo mir das etwa angetan? Also, jetzt bin ich echt baff. Nee. Das hätte ich Ihnen nicht zugetraut. Mensch, Leute, Moment mal. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass Florian hier irgendetwas damit zu tun hat. Und wer ist dieser ominöse Florian? Ihr Sohn? Mein Aha. Sohn, ja. Na, dann würden wir uns gerne mal mit ihm unterhalten. Wissen Sie denn, wo der jetzt steckt? Zu Hause, denke ich.
Na gut, dann werden wir da mal aufsuchen. Ja, sicher. Ich habe keine Ahnung, wie Florian Spacecap hierher kommt. Vielleicht hat er die gestern bei dem Fest im Vereinsheim verloren oder liegen gelassen. Mein Sohn ist kein Einbrecher, der würde nie jemand niederschlagen. Mein Gott, hoffentlich löst sich das bald alles auf. In Begleitung der Polizei macht sich Bettina sofort auf den Weg nach Hause. Ihr Sohn Florian mag manchmal etwas vorlaut sein, aber ein Einbrecher und Schläger ist er sicher nicht. Und genau davon sollen sich die Beamten auch überzeugen. Florian, da sind zwei Polizisten draußen. Die wollen mit dir reden. Stell dir vor, heute früh wurde ins Vereinsheim eingebrochen. Der Einbrecher hat über 1000 Euro gestohlen und dann noch Jürgen eine über den Kopf gezogen. Aber geht ihm soweit gut. Das ist ja krass. Mein Sohn. Und was wollen Sie? Ist das Ihr Basecap? Ja, aber ich verstehe nicht ganz, was das mit dem Einbruch zu tun hat. Nun, wir haben dieses Basecap vorhin im Vereinsheim gefunden, direkt neben Herrn Schneider. Und der wurde von dem Täter mit einem Pokal niedergeschlagen. Wenn Sie andeuten wollen, dass ich es war, können Sie es gleich vergessen. Und wie erklären Sie sich, dass ausgerechnet Ihre Kappe an den Tatort kommt? Ich habe gestern auf dem Frühlingsfest die Kappe benutzt, um den Holzkohlengrill anzufachen. Und irgendwann habe ich sie dann verloren. Und bestimmt hat sie jemand gefunden und zurückgebracht. Erzähl mal ganz anders. Wo waren Sie heute früh zwischen 6 und 7? Da habe ich geschlafen. Ich arbeite erst um 9. Können Sie es bestätigen? Ja, sicher. Florian steht nie vor 7:30 auf. Frau Zimmer, wir möchten nicht wissen, wann Ihr Sohn üblicherweise aufsteht, sondern wir würden gern wissen, ob Sie ihn heute früh zwischen 6 und 7 Uhr schlafend in seinem Bett gesehen haben. Nein, das habe ich nicht. Aber Florian ist bestimmt unschuldig. Wenn so ist, dann haben Sie bestimmt kein Problem, wenn wir uns ein bisschen in der Wohnung umsehen, oder? Nein, nein, bitte. Wo ist Ihr Zimmer? Nein, der Raum ist gleich dahinten. Dahinter. Ja, ich gehe ins Wohnzimmer angucken. Obwohl Bettinas Bauchgefühl sagt, dass ihr Sohn nichts mit dem Einbruch zu tun hat, ist der Witwe nicht wohl dabei, dass die Polizei ihre Wohnung auf den Kopf stellt. Und es kommt noch schlimmer. Andi, kommst du mal? Ja. Ich glaube, ich habe was gefunden. Ach, da sieht man eine Schau. Können Sie beide mal bitte kommen? Ja. Schauen Sie mal, was der Kollege gefunden hat. Das Geld habe ich in der Kneipe verdient. Das stimmt. Also Florian hilft abends oft im Stübchen aus am Süderplatz. Okay, Frau Zimmer, das werden wir überprüfen. Und für Sie, Sie sind ab sofort Beschuldigte einer Straftat. Sie müssen sich zu dem Sachverhalt nicht mehr äußern, kommen nichtsdestotrotz mit auf die Wache. Das Geld ist vorerst beschlagnahmt. Nach Ihnen. Florian, ich rufe sofort unseren Anwalt an. Flori, das klärt sich. Wenn Florian sagt, dass er unschuldig ist, dann ist er das auch. Und ich hoffe, dass unser Anwalt seine Unschuld beweisen kann. Nicht, dass er wegen dieser Sache seine Ausbildungsstelle verliert. Bereits eine Stunde, nachdem Bettina ihren Anwalt alarmiert hat, erreicht dieser das Polizeipräsidium. Klaus Pinkerneil hat die Familie schon nach dem Tod des Vaters juristisch unterstützt und kennt Florian als liebenswerten Teenager. Herr Zimmer. Guten Morgen, grüßen Sie. Hallo. Ja, Ihre Mutter hat mir schon erzählt, ein bisschen was am Telefon, was hier vorgefallen ist. Werden wir schon kriegen, die ganze Sache. Bleibt im Grunde nur die Frage, wer das Geld geklaut hat und warum diese Person Ihnen möglicherweise schaden will. Können Sie sich denn vorstellen, wer aus dem Schrebergarten hier Ihnen möglicherweise schaden will, vielleicht die Kappe geklaut hat, um sie am Tatort hinzulegen, um die Sache Ihnen in die Schuhe zu schieben? Ich weiß es nicht. Wir sind alle in der Kolonie wie eine große Familie. Sie müssen mir unbedingt helfen, sonst sind meine Mutter und ich für immer dort durch. Na ja, jetzt machen Sie mal keine allzu großen Sorgen, das werden wir schon kriegen. Ah, Herr Kommissar. Herr Anwalt. Hallo, grüße Sie. Hallo, ich grüße Sie. Ja, während Sie sich mit Ihrem Mandanten unterhalten haben, habe ich ihn mal durch die Datenbank gejagt. Und? Herr Zimmer, Sie sind für uns kein Unbekannter. Soll heißen? Vor 9 Monaten haben Sie betrunken in einer Kneipe randaliert und auf dem Nachhauseweg mehrere Autos beschädigt. Offenbar neigen Sie zu Gewalt. Das war ein Tag, nachdem mein Vater gestorben ist. Wissen Sie, wie das ist, wenn ein geliebtes Familienmitglied von heute auf morgen einfach so verschwindet? Sehen Sie, und ich muss schon auch sagen, Sachbeschädigung ist eine Sache. Aber Körperverletzung, noch dazu den Vater der eigenen Freundin niederzuschlagen, ich bitte Sie, das sind doch zwei verschiedene Paar Schuhe. Gewalt ist Gewalt. Erst gegen Sachen, dann gegen Personen. Außerdem, Herr Zimmer, Sie haben für die Tatzeit kein Alibi. Die Kappe wurde am Tatort, Ihre Kappe wurde am Tatort gefunden. Und Sie wussten von dem Geld im Vereinsheim. Trotzdem ist das alles doch sehr dünne. Bitte, wenn eine Kappe und 500 Euro, von denen Sie noch nicht mal wissen, ob die überhaupt aus dem Überfall stammen, das Einzige sind, mit dem Sie aufwarten können, dann wird es ein ziemlich kurzes Ermittlungsverfahren. Der Pokal wird gerade auf DNA-Spuren und auf Fingerabdrücke untersucht.
Können wir ja mal gespannt sein. Augenblick. Ja. Mhm. Ach, das ist interessant. Und wo? Oh, danke schön. Ja, danke. Ja, Herr Zimmer, jetzt wird's eng. Die 1200 Euro wurden in Ihrem Gartenhaus, in Ihrem Schrebergarten gefunden. Ich war's nicht. Wirklich jeder in der Kolonie weiß, wo der andere seinen Schlüssel aufbewahrt, falls mal irgendwas passiert. Da hören Sie's. Mein Mandant hat jetzt auch alles gesagt, was hier zu sagen ist. Ich würde sagen, wir brechen die Sache jetzt hier ab und dann hören Sie von uns. Auf Wiedersehen, Herr Zimmer. Ich glaube nicht, dass mein Mandant den Überfall begangen hat, sondern dass irgendjemand aus der Schrebergartenkolonie versucht, ihm die Sache anzuhängen. Ich werde mir mal selber ein Bild von dieser Kolonie machen und auch mit Jürgen Schneider, dem Opfer, sprechen. Vielleicht hat er ja irgendwas beobachtet, was auf den wahren Täter hindeutet. Dass ausgerechnet Florian den Vater seiner Freundin Mona niedergeschlagen haben soll, hält Klaus Pinkerneil für völlig absurd. Doch wer ist der wahre Täter? Genau dieser Frage will er auf den Grund gehen und stattet Familie Schneider mit seinem Mandanten einen Besuch ab. Hi. Und hallo. Hallo, mein Name ist Pinkerneil. Ich bin der Anwalt von Ihrem Freund Florian und seiner Mutter. Ist denn Ihr Vater da? Nee, der ist noch beim Arzt. Aber der müsste eigentlich gleich wieder. Ach so, okay, ja, dann würde ich sagen, warten wir ein paar Minuten, oder? Ja, das macht mich alles echt fertig. Wie kann jemand meinen Vater einfach so niederschlagen? Ich versteh's nicht. Wer macht sowas? Was seinem Vater passiert ist, tut mir echt leid. Und ich hoffe, dass er sich schnell wieder erholt. Aber ich habe damit wirklich nichts zu tun. Schatz, ich glaub dir. Aber mein Vater nicht. Ich habe voll mit ihm telefoniert und er war so sauer. Das alles nur, weil deine Basecap da gelegen hat. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass irgendjemand die Kappe absichtlich am Tatort platziert hat, um die Sache ihrem Freund in die Schuhe zu schieben. Haben Sie denn eine Ahnung, wer da in Frage kommen könnte? Nee, ich wüsste jetzt nicht, wer aus der Schrebergartenkolonie so drauf ist. Ich meine, er ist bei allen geliebt. Ah, da kommen Sie. Oh, hallo Mama. Hallo Papa. Wie geht's dir? Ach, ich habe eine leichte Gehirnerschütterung. Ehrlich? Ach, ich muss mich erst mal setzen. Dein Vater, der muss jetzt sich dringend einige Tage schonen. Was machst du denn hier? Wer sind Sie denn überhaupt? Herr Schneider, guten Tag. Mein Name ist Rechtsanwalt Pinkerneil. Ich bin der Anwalt von Florian und seiner Mutter. Ich würde mich ganz gerne kurz, wenn es passt, mit Ihnen über diesen Überfall heute unterhalten, wenn es Ihnen recht ist. Das ist ja die Höhe. Erst haust du mir mit dem Pokal eins über den Schädel und dann kommst du mit einem Anwalt zu mir. Geht's noch? Ich weiß nicht, wer dich niedergeschlagen hat, aber ich war das nicht. Ach nee. Mann, Heiko hat erzählt, dass die Polizei das gestohlene Geld bei euch im Garten gefunden hat. Wie konntest du mir sowas nur antun? Papa, wie kannst du bitte so davon überzeugt sein, dass Florian dir sowas antun würde? Herr Schneider, ich kann ja Ihre Wut gut verstehen. Aber allein, dass man das Geld bei den Zimmers gefunden hat, besagt auch noch lange nicht, dass Florian auch der Täter war. Raus hier. Sofort. Du bleibst gefälligst hier. Mit diesen Kriminellen wirst du dich nicht mehr treffen. Ist das klar? Du hast mir nichts zu verbieten, ja? Florian ist und bleibt mein Freund und ich werde das. Herr Schneider, ganz kurz eine Frage hätte ich dann doch noch. Haben Sie Florian denn bei der Aktion erkannt oder was macht Sie so sicher, dass er der Täter ist? Ich habe gar nichts gesehen. Mann, das Geld, die Kappe, alles spricht doch gegen ihn. Florian soll endlich zugeben, dass er es gewesen ist. Und jetzt gehen Sie bitte. Ja, mir brummt der Kopf. Besten Dank für Ihre Mithilfe, ja, und alles Gute wegen dem. Ja, danke. Kopf. Tschüss. Dadurch, dass Herr Schneider nichts gesehen hat, wird es nicht einfach, den wahren Täter zu finden. Ich werde mich mal in der Schrebergartenkolonie umhören. Irgendjemand muss es da geben, der Florian Zimmer schaden will. Warum auch immer. Nach der unschönen Auseinandersetzung mit Jürgen Schneider versucht Florian bei einem Spaziergang den Kopf frei zu bekommen. Die Anschuldigungen von Monas Vater belasten ihn schwer. Nein, jetzt warte doch mal. Schatz. Wie kann ich nur beweisen, dass jemand anders das Geld in unserem Garten versteckt hat? Mann, die Polizei wird die Geldscheine sicherlich auf Fingerabdrücke untersuchen. Ja, aber selbst ich habe 10 Euro gespendet und da sind sicherlich auch meine Fingerabdrücke drauf. Ja, aber da sind auch die Fingerabdrücke von allen anderen drauf, die gespendet haben. Mach dir nicht so einen Kopf, okay? Ich soll mir nicht so einen Kopf machen? Dein Vater denkt, dass ich ihn niedergeschlagen habe. Ich dachte immer, er mag mich. Ja, das tut er auch. Das habe ich gesehen. Er hat mich rausgeschmissen. Dein Vater und mein Vater waren immer die besten Freunde. Der kennt mich, seitdem mein Vater vor 10 Jahren den Garten gepachtet hat. Ja, okay, ich weiß, war scheiße. Ja, es war richtig übertrieben von ihm. Aber sobald die Polizei dann beweisen kann, dass du unschuldig bist, wird auch er sich wieder einkriegen. Vertrau mir. Danke, dass du wenigstens zu mir hast. Ja, kein Problem, Schatz. Ich weiß, dass du sowas nicht machen würdest, ja? Danke.
Florian ist erleichtert, dass Mona hinter ihm steht. Der Lehrling setzt nun all seine Hoffnungen in die Ermittlungen des Anwalts, genau wie seine Mutter Bettina. Doch schon am nächsten Morgen folgt eine weitere Hiobsbotschaft, als Jürgen Schneider die Metzgereiverkäuferin bei der Arbeit aufsucht. Ja Mensch, Jürgen, grüß dich. Geht's dir besser? Spar dir das. Warum? Was ist los? Der ist für dich. Okay, und was soll das? Der Vorstand des Schrebergartenvereins hat gestern Nachmittag noch zusammengesessen und beschlossen, dir und deinem Sohn den Pachtvertrag aus schwerwiegendem Grund unverzüglich zu kündigen. Das könnt ihr nicht machen. Packt eure Sachen und verlasst den Garten so, wie ihr ihn vor 10 Jahren übernommen habt. Bist du verrückt geworden? Bedank dich bei deinem Sohn. Mensch, Jürgen, ganz ehrlich, dass du sauer bist, das kann ich verstehen. Der Einbruch im Vereinsheim. Du hast eine auf den Kopf bekommen. Aber nur weil Florians Kappe dort lag, ist das doch noch lang nicht gewesen. Du hast das Geld, das gestohlene Geld, bei euch im Gartenhaus vergessen. Reicht das nicht als Beweis? Ja, aber ehrlich, Jürgen, traust du das Florian zu? Hör auf, Florian in Schutz zu nehmen. Dein Sohn ist ein Krimineller. Basta! Nee, das lasse ich mir von euch nicht bieten. Wirklich nicht. Ich gehe gegen diese Kündigung an. Tu, was du nicht lassen kannst. Schönen Tag noch. Aber... ich weiß, dass Florian unschuldig ist. Und das werde ich auch beweisen. Und aus unserem Garten lassen wir uns schon gar nicht vertreiben. Bettina will ihre kleine Parzelle auf keinen Fall verlieren. Schließlich war sie der Lieblingsort ihres verstorbenen Mannes. Anwalt Klaus Pinkernail soll gegen die Kündigung des Pachtvertrages vorgehen und ist noch am selben Tag mit der Witwe in der Schrebergartenkolonie verabredet. Ja, das ist es also, ihr kleines Paradies, ja? Ja, ich weiß, von außenstehend mag das verrückt klingen, aber ich hänge an dem Garten. Es ist die einzige Erinnerung an meinen verstorbenen Mann Kai. Ja, kann ich gut verstehen. Wenn ich das verlieren würde, das wäre eine Katastrophe. Es würde sich anfühlen, als wenn ich Kai das zweite Mal verlieren würde. Ich weiß, wie Sie das meinen. Vor 10 Jahren haben wir das hier gepachtet. Und dann hat Kai den Baum gepflanzt, der hat die Beete angelegt. Ja, er hat alles gestaltet. Ich gebe das nicht auf. Ich will das nicht aufgeben. Warte mal, langsam. Das müssen Sie auch nicht. Sehen Sie, im Moment ist das nicht mehr als ein vager Verdacht, den die Polizei gegen ihren Sohn hat. Und ohne eine rechtskräftige Verurteilung können die Kündigung des Pachtvertrages vergessen. Und das werde ich Ihrem Vorstand auch mitteilen. Tja, und was mache ich? Warte mal, Sie setzen sich jetzt erstmal hin und genießen Ihren wunderschönen Garten in aller Ruhe. Und um alles andere kümmere ich mich. Ich werde alles tun, um die Unschuld Ihres Sohnes zu beweisen. Das verspreche ich Ihnen. Hat denn die Polizei noch nichts gefunden? Leider noch nicht. Die sind zwar dran, dass die den Pokal und das Geld auf Fingerabdrücke und vielleicht auch DNA-Spuren untersuchen, aber im Moment habe ich da leider noch keine Rückmeldung. Ich möchte bloß wissen, wer das war. Wie ist denn Ihr Verhältnis zu den anderen Nachbarn hier? Super, wir sind hier wie eine große Familie, wirklich. Erst am Frühlingsfest haben wir Geld gesammelt, weil das Gartenhäuschen von den Torsuns abgebrannt ist. Ihr Sohn, hat denn der irgendwie Stress mit irgendjemandem? Nein, nein. Florian hat mit niemand Stress. Also wenn hier einer Stress hat, dann ich. Und zwar mit dem da drüben, meinem Nachbarn Simon Pfeiffer. Wieso? Was hat's mit dem auf sich? Naja, der hat schon oft jetzt nach dem Tod meines Mannes versucht, mir den Garten hier abzuschwatzen. Und naja, vor 3 Tagen hat er mir sogar ein schriftliches Angebot gemacht, über 6.000 Euro Abstand. Ach was? Ja. Aber Sie sind da natürlich nicht drauf eingegangen, oder? Nein, weiß Gott nicht. Aber dann hätten Sie den erleben sollen. Der war laut, der war aggressiv, der hat mich angeschrien. Ich hatte echt Schiss, der haut zu. Ja, dann würde ich doch sagen, statten wir Ihrem sauberen Nachbarn hier mal einen Besuch ab. Weil vielleicht hat der ja das Ganze inszeniert, um das Ihrem Sohn in die Schuhe zu schieben, damit er sie hier los wird und sich den Garten unter den Nagel reißen kann. Okay. Haben Sie da dieses Schreiben da? Ja, sicher, drin. Soll ich so? Ja, dann lass uns doch mal sehen. Ja, klar. Bettinas Parzellennachbar hätte ein Motiv, Florian als Dieb und Schläger anzuschwärzen. Aber ist Simon Pfeiffer tatsächlich so eiskalt und berechnend? Genau das will Anwalt Klaus Pinkernail herausfinden. Hallo Bettina. Simon? Wen hast du denn da im Schlepptau? Mein Name ist Pinkernail. Ich bin der Rechtsanwalt von Frau Zimmer und ihrem Sohn Florian. Ein Rechtsanwalt? Na ja, Herr Zimmer. Ja. Ist doch richtig, dass Sie meiner Mandantin dieses Angebot hier gemacht haben vor ein paar Tagen. Das ist richtig. Ich wollte den Garten für meine Tochter. Ist das verboten? Das nicht. Aber als meine Mandantin ihr Angebot abgelehnt hat, da sollen Sie sie richtiggehend angegangen haben. Was soll ich?
Komm, Simon, du hast mich angeschrien, du warst aggressiv. Simon, ich hatte Angst vor dir. Das hast du völlig falsch verstanden. Ich wollte dir doch keine Angst einjagen. Naja, das würde ich an Ihrer Stelle jetzt auch so sagen. Aber in Wirklichkeit waren Sie doch stinkesauer, dass meine Mandantin Ihr Angebot abgelehnt hat. Ist doch richtig, oder? Ein bisschen schon, ja. Bisschen. Sagen Sie, wo waren Sie denn gestern Morgen zwischen 6 und 7? Wollen Sie damit andeuten, dass ich etwas mit diesem Einbruch zu tun habe? Naja. Immerhin hätten Sie ein Motiv, das dem Sohn meiner Mandantin in die Schuhe zu schieben, damit Sie hier gekündigt werden und Sie den Garten übernehmen können. Und die fristlose Kündigung, die haben meine Mandantin ja auch schon erhalten. Das muss sie doch gefreut haben, oder? Ja, Simon, und du bist im Vorstand. Du hast's mitbeschlossen. Ich war ja wirklich ziemlich stinkig auf dich und das tut mir auch aufrichtig leid, aber ich würde doch nicht so einen schwachsinnigen Einbruch machen, um ihm dann Florian in die Schuhe zu schieben. Dann soll es doch auch kein Problem für Sie sein, uns zu sagen, wo Sie gestern waren. Ich war daheim und bevor Sie fragen, ich war alleine. Gut, dann werden Sie sicher Verständnis dafür haben, dass ich der Polizei mitteilen werde, dass Sie theoretisch ein Motiv hätten und kein Alibi. Anstatt mich zu verdächtigen, sollten Sie sich lieber mal mit Heiko unterhalten. Der ist am letzten Wochenende stinksauer auf Bettina gewesen, weil sie als Kassenprüferin ihn wegen der fehlenden 200 Euro nicht entlastet hat. Stimmt das? Ja, ja. Das ist schon wahr. Na gut, also auch diesem Hinweis werde ich natürlich nachgehen. Vielen Dank erstmal. Wiedersehen, tschüss. Na dann, Simon. Was hat's damit auf sich? Das müssen Sie mir jetzt erklären. Na, ganz so idyllisch, wie es hier überall aussieht, scheint es in dieser Schrebergartenkolonie doch nicht zuzugehen. Ich werde auf jeden Fall die Polizei informieren. Als nächstes werde ich mir aber mal diesen Heiko Krämer vornehmen und ihn mit der Aussage von Simon Pfeiffer konfrontieren. Bin mal gespannt, wie er reagiert.